Herzlich willkommen zu Urknallwelt und das Leben. Wir sind wieder zu Gast am AIP, also am Leibniz-Institut für Astrophysik in Potsdam. Babelsberger Sternennächte, Sie kennen die Reihe mittlerweile. Heute wird uns Nikoleta Ilić etwas erzählen zu der Wechselwirkung von Planeten und Sternen. Da hatten wir schon eine Tiefbohrung mal gehört zu dem Thema von der Ekaterina Ilin. Damals über die elektromagnetischen Wechselwirkungen. Heute wird es mehr um Gravitation gehen, also um Gezeitenkräfte. Das sind natürlich schon spezialisierte Themen, die hier erforscht werden am AIP. Und das gibt es jetzt so leicht nicht irgendwo. Deshalb freue ich mich auch sehr drauf, muss ich sagen. Die Nikoleta ist Serbin. Damit erweitern wir unser Spektrum der Referentinnen und Referentinnen, die jetzt... Also mittlerweile haben wir schon eine illustre Runde zusammen. Da fällt mir die, auch vom AIP, die Tanja Urrutia ein, aus Guatemala. Aber wie gesagt, wir haben jetzt schon ein ziemliches Spektrum erreicht und allesamt bieten Ihnen den Service eines deutschen Vortrags. Zu dem Namen muss ich nur sagen. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich habe immer mal Probleme, mir Namen zu merken, vor allem wenn es um ausländische Kolleginnen und Kolleginnen geht und so und dann die korrekte Aussprache. Und dann hat mir tatsächlich der Björn jetzt hier, der vor Ort die Aufnahme macht, der hat mir eine Sounddatei geschickt mit der korrekten Aussprache, damit ich hier keinen Bock schieße. So geht es mir. Aber das ist jetzt nur am Rande. Also wir sind ja unter uns, Björn, nichts erzählen. Es fällt mir jetzt nur gerade so ein. Also Nikoleta Ilić und die gravitative Wechselwirkung von Sternen und Planeten. Hallo an alle zusammen. Danke fürs Einschalten. Heute erzähle ich euch etwas über die Gezeitenwechselwirkung zwischen Sternen und Planeten. Aber bevor ich in die Forschung der Gezeitenwechselwirkung eintauche, wollte ich darauf hinweisen, dass dieser Vortrag eine Reihe an Vorträgen abrundet, die sich mit Wechselwirkungen von Sternen und Planeten beschäftigt. Und falls Sie die Babelsberger Sternnächte jetzt nicht regelmäßig verfolgen und sich nicht sicher sind, welche Wechselwirkung ich damit meine, will ich jetzt die ersten paar Minuten dieses Vortrags nutzen, um die drei wichtigsten Wechselwirkungen zwischen Sternen und Planeten aufzulisten und sie ein bisschen zu erklären. Dafür müssen wir nicht lange suchen. Es reicht, wenn wir uns unsere Nachbarschaft anschauen, also unser Sonnensystem. Hier haben wir die Sonne als den massereichsten Körper in unserem Sonnensystem, die von 8 Planeten umkreist wird. Und wir werden uns jetzt anschauen, was die Sonne mit den Planeten macht und auch, was die Planeten unter sich vorhaben. Als erstes schauen wir uns die magnetische Wechselwirkung an. Hier habe ich als ein Beispiel die Sonne und die Erde genommen. Wir wissen ja, dass beide Himmelskörper hier, also beide die Sonne und die Erde, ein globales Magnetfeld haben. Das Magnetfeld der Sonne treibt den Sonnenwind an, der eigentlich durch geladene Teilchen besteht. Wenn die geladenen Teilchen aus dem Sonnenwind in der Nähe unseres Planeten Erde kommen, werden manche geladene Teilchen hier abgeleitet, aber manche Teilchen aus dem Sonnenwind werden auch von unserem Magnetfeld aufgegriffen. Dann bewegen sie sich entlang der Magnetfeldlinien und stoßen dann auf unsere Atmosphäre. Das wird dann in den polaren Regionen als das Polarlicht sichtbar. Eine andere Möglichkeit von magnetischer Wechselwirkung, hier im Beispiel von Sonne und Mars. Da Mars eigentlich kein globales Magnetfeld hat wie die Erde, kann der Sonnenwind mit seinen geladenen Teilchen die Atmosphäre von Mars langsam aber sicher verschwinden lassen. Also die Teilchen, die die Atmosphäre von Mars ausmachen, werden dann langsam aber sicher, die hier mit den farbigen Linien gezeichnet werden, weggenommen oder weggebracht. Hier hat sich in dieser Reihe der Babelsberger Sternnächte meine Kollegin Ekaterina Ilin mit diesen
Thema näher beschäftigt und sie hat sich sogar angeschaut, was die Planeten mit den Sternen selber in dieser magnetischen Wechselwirkung machen können. Und wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, können Sie sich dann Ihren Vortrag Elektromagnetische Wechselwirkung zwischen Sternen und Planeten anschauen. Weiter haben wir einen Prozess des Atmosphärenverlusts durch Einstrahlung. Und hier habe ich als ein Beispiel die Sonne und Merkur gebracht. Also der Merkur, wie Sie wissen, ist eigentlich der sonnennächste Planet und der einzige Planet in unserem Sonnensystem, der keine Atmosphäre hat. Das ist eigentlich ziemlich ungewöhnlich, denn es gibt sogar Monde in unserem Sonnensystem, die eine ähnliche Größe wie Merkur haben, aber eine dichte Atmosphäre besitzen. Zum Beispiel der Titan, der größte Mond von Saturn. Und dann stellt sich die Frage natürlich, hat der Merkur je eine Atmosphäre? Und falls ja, wie hat er die verloren? Die Idee, die wir haben, ist eigentlich, dass während der Entstehungsphase unseres Sonnensystems der Merkur eine Atmosphäre besaß, aber damals, wo die Sonne noch sehr jung war und sehr strahlungsintensiv, hat er langsam durch die Strahlung der Sonne seine Atmosphäre verloren, in einen Prozess der sogenannten Atmosphärenverdampfung. Und damit hat sich meine Kollegin Lara Ketzer näher beschäftigt, in ihrem Vortrag auch hier in den Babelsberger Sternnächten unter dem Namen Wie Sterne Planeten formen. Also wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, können Sie sich dann Ihren Vortrag anschauen. Und jetzt kommen wir zu meinem Thema. Hier haben wir die Gezeitenwechselwirkungen und wie Sie hier schon sehen können, habe ich keinen Stern. Und für diese Wechselwirkung ist natürlich auch kein Stern notwendig, denn es reicht, dass wir Himmelskörper haben, die die gegenseitige Schwerkraft spüren. Und daher habe ich mir ein Beispiel genommen, das uns am nächsten liegt, und das sind natürlich die Erde und der Mond. Das ist eine reale Aufnahme von den beiden, die ungefähr bei einer Entfernung von 8 Millionen Kilometer entstanden ist. Deswegen kann man beide in einem Bild sehen. Wenn wir uns dann die Effekte der Gezeitenwechselwirkung hier auf der Erde überlegen, wissen wir, dass es die kurzfristigen Effekte gibt, wie zum Beispiel Ebbe und Flut. Bei dem Mond gibt es auch diese kurzfristigen Effekte, aber in Form von Mondbeben. Also das ist wie Erdbeben, halt auf den Mond. Und die können viel verheerender sein, da die Erde viel massereicher ist als der Mond und dann viel mehr Einfluss haben kann. Dann gibt es auch noch die langfristigen Effekte von Gezeitenwechselwirkung. Und das ist zum Beispiel bei unserer Erde die Verlangsamung ihrer Rotation, also die Verlängerung der Tagesdauer. Und auf der Mondseite haben wir, dass sich seine Entfernung zu der Erde vergrößert, also sein Orbit wird breiter oder größer. Und wie Sie vielleicht schon aus dem Titel dieses Vortrags erahnen können, interessiere ich mich für die Gezeitenwechselwirkung, die wir zwischen Sternen und Planeten erforschen können. Und tatsächlich, seit fast 30 Jahren wissen wir, dass es Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gibt. Und das sind die sogenannten extrasolaren oder Exoplaneten. Mittlerweile haben wir eigentlich schon mehr als 5000 Exoplaneten entdeckt. Unter denen gibt es solche, die Planeten in unserem Sonnensystem überhaupt nicht gleichen. Zum Beispiel, wenn wir die Größe uns anschauen, gibt es Supererden, also Planeten, die ein bisschen größer als die Erde sind, oder Sub-Neptuns, Planeten, die ein bisschen kleiner als der Neptun sind. Also solche, die wir wirklich hier nicht kennen. Wenn wir uns die Anordnung in exoplanetaren Systemen anschauen, dann haben wir auch solche entdeckt, die unserem Sonnensystem überhaupt nicht ähneln. Und darunter haben wir auch folgende Systeme entdeckt. Hier haben wir einen Planeten, der den Jupiter in unserem System ziemlich ähnelt, aber er befindet sich so nah an seinem Stern, dass er eigentlich innerhalb der Orbit von Merkur sich befinden würde.
Er ist so nah dran, dass wir ihn als einen heißen Jupiter oder als einen heißen Riesen bezeichnen können. Und genau solche Systeme haben eigentlich zu der Frage geführt oder zu der Idee geführt, dass wir die Gezeitenwechselwirkung zwischen Sternen und Planeten untersuchen. Denn es wäre wirklich interessant zu schauen, ob der Planet in irgendeiner Weise den Stern beeinflussen kann und natürlich, ob der Stern den Planeten beeinflussen kann. Und ich in meiner Forschung interessiere mich für den ersten Fall, also wie und ob der Planet eigentlich den Stern überhaupt in irgendeiner Weise, ob es um die kurzfristigen Effekte oder um die langfristigen Effekte handelt, beeinflussen kann. Um Ihnen das Prinzip der Gezeitenwechselwirkung näher zu bringen, habe ich hier ein grafisch vereinfachtes Bild des vorherigen Systems. Hier haben wir den Stern im Mittelpunkt, der die größte Masse in sich trägt, und dann den Planeten, der eine viel kleinere Masse hat. Und die befinden sich bei einer bestimmten Entfernung voneinander. Natürlich wissen wir, dass es zwischen Himmelskörpern die Schwerkraft gibt. Das ist die dominante Kraft zwischen denen. Und je größer die Massen der beiden Körper, die wir in unserem System haben, und je kleiner die Entfernung zwischen denen, desto stärker ist eigentlich die Schwerkraft, die sie spüren. So, jetzt haben wir das, wenn der Planet massereich genug ist und sehr nah an den Stern sich befindet, dass er Gezeitenwölbungen verursachen kann. Die sind natürlich nicht so ausgeprägt, wie ich es hier jetzt zeige, aber trotzdem können sie vorkommen und einige Effekte hervorrufen. Um diese Effekte erklären zu können, brauchen wir auch Bewegung in unserem System. Wir wissen natürlich, dass der Stern um seine eigene Rotationsachse sich dreht und dass der Planet auf seiner Umlaufbahn den Stern umkreist. Und wir haben hier auch eine Annahme getroffen, und zwar, dass die Rotationsperiode des Sterns größer ist als die Umlaufperiode des Planeten. Das bedeutet lediglich, dass der Planet sich auf seiner Umlaufbahn viel schneller bewegt, als der Stern um seine eigene Achse rotiert. Jetzt haben wir Bewegung in unser System gebracht und der Planet hat auf seiner Umlaufbahn eine bestimmte Strecke zurückgelegt und dabei die ganze Zeit mit der Wölbung hier, die er eigentlich verursacht hat, interagiert. Da der Planet eigentlich viel schneller sich bewegt, als der Stern rotiert, haben wir, dass die Wölbung den Planeten nicht im Schritt folgen konnte. Also sie hinkt ein bisschen hinterher und das bedeutet, dass sie dann den Planeten ein bisschen abbremst. Also er kann dann nicht so schnell sich bewegen wegen der Wechselwirkung mit der Wölbung. Das bedeutet eigentlich, dass der Drehmoment aus seiner Umlaufbahn auf den Stern übergetragen wurde. Dadurch hat der Stern so einen Kick bekommen und jetzt fängt er an, ein bisschen schneller sich zu drehen. Im Gegenzug hat der Planet ein bisschen an seiner Geschwindigkeit verloren. Dadurch hat sich seine Umlaufbahn verkleinert und natürlich auch die Entfernung zu den Sternen ist dann kleiner geworden. Jetzt haben wir eigentlich die theoretische Seite der Gezeitenwechselwirkung gezeigt und das ist, dass wenn diese Annahme stimmt, dass der Planet schneller sich bewegt, als der Stern sich dreht, dass er durch die Wechselwirkung den Stern so beeinflussen kann, dass er sich schneller dreht. Was bedeutet das eigentlich jetzt, dass der Stern sich schneller dreht? Also wie können wir das jetzt eigentlich beobachten? Hier haben wir jetzt ein Modellstern mit einem globalen Magnetfeld, also einem Dipolfeld. Und wir wissen, dass der Stern eine differenzielle Rotation hat, was bedeutet, dass er sich am Äquator schneller dreht als auf seinen polaren Regionen. Das bedeutet dann, dass die Magnetfeldlinien sich immer mehr ausdehnen, sich verheddern, so wie wir dann hier jetzt sehen. Und wie wir das eigentlich beobachten können, ist natürlich durch die Aktivität von Sternen. Bei unserer Sonne haben wir im optischen Wellenlängenbereich, dass die erhöhte Aktivität durch diese Sonnenflecken sichtbar ist. Also da sind lokale Phänomene, die wir eigentlich auf unserer Sonne beobachten können. Aber wenn wir uns überlegen, dass wir Sterne mit Exoplaneten beobachten wollen, also Sterne, die sehr weit entfernt sind, dann können wir solche Flecken
sehr schwer beobachten. Also Sterne sind so weit entfernt nicht auflösbar und dann bleiben diese Flecken eigentlich verborgen, wenn wir die direkt sehen wollen. Es gibt natürlich Methoden, mit denen man diese Flecken natürlich sichtbar machen kann, aber die sind sehr zeitaufwendig und dann ist es natürlich besser, dass wir uns etwas anderes überlegen, wie wir die erhöhte Aktivität eines Sterns beobachten können. Und das ist möglich, wenn wir uns andere Wellenlängenbereiche anschauen. Wir sehen, dass ein aktiver Stern und hier unsere Sonne zum Beispiel, im UV- und Röntgenbereich viel heller wird. Und das kommt eigentlich davon, dass die Atmosphäre von der Sonne, also eigentlich die höchste Schicht, die Korona, anfängt heller zu leuchten, dass sie eine sehr hohe Temperatur erreichen kann von ein paar Millionen Kelvin. Wir haben jetzt gezeigt, dass durch die erhöhte Aktivität, wenn wir unseren Stern im UV- und Röntgenbereich beobachten, der ganze Stern heller wird. Wir haben gezeigt, dass theoretisch die Wechselwirkung von Sternen und Planeten sichtbar werden kann, indem sich der Stern schneller dreht. Dadurch wird seine Aktivität höher, die dann am besten im Röntgenbereich beobachtet werden kann. Dann können Sie sagen, okay, dann beobachten wir halt Sterne mit Exoplaneten und falls sie eine hohe Aktivität haben und einen Planet besitzen, dann ist der Planet durch die Gezeitenwechselwirkung dafür verantwortlich. Aber da gibt es ein Problem. Wir sehen, dass junge Sterne auch eine erhöhte Aktivität haben können. Dann ist es tatsächlich schwer zu sagen, ob ein Stern mit einem Planeten jetzt eine hohe Aktivität hat, weil er ein junger Stern ist oder weil er ein älterer Stern ist und halt mit seinen Planeten wechselwirkt. Jetzt können Sie sich überlegen, okay, das ist einfach zu lösen. Wir messen das Alter von Sternen und dann sagen wir, okay, der Stern ist aktiv, weil er jung ist, oder der Stern ist aktiv, weil er einen Planeten hat. Aber wir haben hier ein Problem. Das Alter von Sternen ist sehr schwer zu bestimmen. Es gibt Methoden, die das erlauben, in denen man die Oszillation der Oberfläche von Sternen misst. Aber diese Beobachtungen sind sehr schwierig, sehr zeitaufwendig. Deswegen wissen wir das Alter nur von wenigen Sternen. Wie können wir jetzt dieses Problem lösen? Eine andere Möglichkeit, wie wir das Problem lösen können, ist, wenn wir den Mutterstern mit einem ähnlichen, gleich alten Stern vergleichen. Und hier haben wir wieder das Alter, also gleich alten Stern, aber wir haben eigentlich eine Möglichkeit, das Problem von Alter hier zu überwinden. Und das ist, wenn wir Doppelsternsysteme benutzen. Also Sie wissen, Doppelsternsysteme sind eigentlich Sterne, die durch Schwerkraft gebunden sind. Die sind in meisten Fällen aus einer Gaswolke entstanden, zu ungefähr der gleichen Zeit. Und dadurch ist eigentlich das gleiche Alter gegeben. Es ist natürlich nicht immer gegeben, dass die Sterne in einem Doppelsternsystem sich ähneln, also dass sie zum Beispiel die gleiche Spektralklasse haben, also gleiche Masse, gleichen Radius, aber wir haben halt solche Systeme gewählt. Wie lösen wir mit solchen Systemen das Problem? Okay, wir haben jetzt zwei Sterne hier, die also gleich alt sind, ähnliche Merkmale haben, aber ein Stern hat keinen Planet und der andere hat einen. Und wenn wir uns dann deren Aktivität anschauen und sehen, okay, der Mutterstern hat eine viel höhere Aktivität als der Vergleichsstern hier und der einzige Unterschied ist, dass dieser Stern hier einen Planet hat, dann können wir sagen, okay, die Gezeitenwechselwirkung hat dazu geführt, dass der Mutterstern eine höhere Aktivität hat. Wir haben dann Folgendes gemacht. Also ich habe gesagt, im Röntgenbereich ist es am leichtesten, die erhöhte Aktivität von Sternen zu beobachten. Wir haben dann Röntgenbeobachtungen genommen. Hier auf der linken Seite ist eine gezeigt. Und hier in den grünen Kreisen sind eigentlich die zwei Sterne aus dem Doppelsystem. Und vielleicht ist es interessant zu sagen, dass die Punkte hier, die Sie um die Sterne sehen können, eigentlich keine weit entfernten Sterne sind, wie wir das vielleicht aus dem Nachthimmel kennen.
Das ist eigentlich Hintergrundrauschen, das in meisten Fällen durch die Elektronik des Detektors verursacht wird. Hier mit dieser Röntgenbeobachtung können wir dann die zusätzliche Aktivität des Muttersterns bestimmen und diese dann mit der Stärke der Gezeitenwechselwirkung zwischen Sternen und Planeten vergleichen. Dafür brauchen wir in erster Approximation die Masse des Sterns, die Masse des Planeten und die Entfernung zwischen den beiden. Und das ist für beobachtete Exoplaneten eigentlich immer bekannt. Wenn wir diese zwei Parameter miteinander vergleichen, bekommen wir folgendes Ergebnis. Also hier erstmal auf der X-Achse haben wir die Stärke der Gezeitenwechselwirkung zwischen Sternen und Planeten und auf der Y-Achse haben wir die zusätzliche Aktivität des Muttersterns. Und was wir eigentlich gezeigt haben, ist, dass tatsächlich für Systeme, wo die Stärke der Gezeitenwechselwirkung groß ist, dass der Mutterstern auch eine zusätzliche Aktivität im Vergleich zu seinem Doppelstern hat. Je schwächer die Gezeitenwechselwirkung wird, also wenn wir nach links gehen, desto niedriger wird auch die zusätzliche Aktivität des Muttersterns, bis wir eigentlich dahin kommen, wo die Aktivität der beiden Sterne im Doppelsternsystem sich überhaupt nicht mehr unterscheiden. Hier gibt es auch natürlich manche Systeme, die unserer Theorie nicht folgen, aber es gibt auch so viele andere Möglichkeiten, was die Aktivität dieser Sterne beeinflusst hat, dass eigentlich die Gezeitenwechselwirkung mit dem Planeten in den Schatten gestellt wird. Mit unserer Forschung haben wir zum ersten Mal gezeigt, dass Gezeitenwechselwirkung tatsächlich den Stern beeinflussen kann, indem sich seine Rotationsgeschwindigkeit verändert, dadurch wird auch sein Magnetfeld beeinflusst, das sich dann durch seine Aktivität beobachtbar machen lässt. Wir haben am Anfang auch gezeigt, dass magnetische Wechselwirkung von dem Magnetfeld des Sterns abhängt. Also sehen wir dann, dass durch die Gezeitenwechselwirkung die magnetische Wechselwirkung mit dem Planeten beeinflusst wird. Wir sehen, dass wenn ein Stern aktiver ist, er auch heller im Röntgen- und UV-Bereich wird, also wird auch der Atmosphärenverlust durch Einstrahlung viel intensiver. Hiermit haben wir gezeigt, dass wir alle drei Wechselwirkungen berücksichtigen müssen, wenn wir die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von Sternen und Planeten verstehen wollen. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und falls Sie Fragen haben, stellen Sie die gerne in Kommentaren.